Herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal und herzlichen Dank für eure Abos, Likes und Kommentare. In diesem Beitrag spekulieren wir über die aktuelle Situation in Wuhan und welches Signal damit an die Welt gesendet wurde. 2,5 Monate nach Ausbruch des sogenannten Coronavirus feierte gestern die Millionenstadt das Ende der Restriktionen mit einer gigantischen Lichtshow. Flug, Bahn, Nah- und Individualverkehr wurden wieder aufgenommen, alle Geschäfte sind wieder geöffnet. Doch so ganz bedingungslos ist die Rückkehr zur sogenannten Normalität nicht. Es gilt die Atemschutzmaskenpflicht und die Pflicht zum Mitführen deines Mobilfunkgerätes inklusive einer Tracking-App, kurzum deinen personalen Taschenspion, deine Wanze darfst du nicht zu Hause liegen lassen. Und ältere Menschen zum Beispiel, die kein Smartphone besitzen, erhalten ein entsprechendes elektronisches Armbändchen. Nennen wir es doch gleich elektronische Fußfessel. Mit dieser Corona-App ist eine medizinische Untersuchung, ein Corona-Test verbunden. Und nur wenn dieser negativ ausgefallen ist, dann darfst du dich unfrei bewegen. Mit anderen Worten, Sklave, sei froh, dass wir dich überhaupt herumspazieren lassen. Zudem soll diese App beweisen, dass du keinen Kontakt zu Infizierten hattest. Wir wissen aber auch, dass das mit dem Corona-Test so eine Sache ist, was die Zuverlässigkeit betrifft. Das Potenzial für Missbrauchsmöglichkeiten ist hoch. Im Namen des Coronavirus und der Volksgesundheit lassen sich auf diese Art und Weise unliebsame Personen wie zum Beispiel Dissidenten, Ketzer, Leugner und sogenannte Verschwörungstheoretiker kalt stellen. Willkommen zurück im Zeitalter der Vogelfreien. Und noch eine Sache sei angemerkt, mit dem Corona-Test, der ein Speicheltest ist, lässt sich eine weltweite genetische Datenbank aufbauen. Schauen wir uns jetzt aber die gigantische Lichtshow, die eher wohl doch einem Ritual gleichkommt, an. Was wurde uns hier gezeigt? Wir sehen an verschiedenen Skyscrapern der Stadt einen Countdown, wie wir ihn von Silvester her kennen. Das bedeutet für mich, sie geben uns jetzt auf die Sekunde genau den Takt an. Sie können jederzeit wieder Restriktionen verhängen, wie und wann es ihnen beliebt. Im weiteren Verlauf der Lichtshow sieht man die Gebäude der Stadt Wuhan in einheitlich gleichgeschalteten wechselnden Farben aufleuchten. Zwischendurch immer wieder die Farbe Rot. Steht hier die Farbe Rot für den Weltkommunismus, den digitalen Faschismus, die totale Kontrolle und Versklavung der Menschheit? Beachten wir auch, dass uns hier auch zwei Pyramiden gezeigt wurden. Wurde also somit in Wuhan die neue Orwellsche Ära initiiert? Und wird die Menschheit sich das gefallen lassen? Werden auch in Europa bald Restriktionen gelockert? Wir werden es bald sehen. Nach den Worten Bill Gates, dem edlen Gönner und Freund der Menschheit, wird die weltweite Zwangsimpfung kommen und somit das Recht auf körperliche Unversehrtheit abgeschafft werden. Und wenn euch der Beitrag gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren und bis bald wieder. Hasta pronto!